Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Kollege Auer übt sich schon als Oppositioneller. Man stellt sich auch, wenn man dazu hört, die Frage, wer dieses Gesetz eingebracht hat, dass er da jetzt auseinandergenommen hat. Also wenn Sie wirklich dieser Überzeugung sind, dann machen Sie nochmal eine interne Runde und blasen Sie das ganze Manöver ab. Dann hat auch die heutige Veranstaltung tatsächlich einen wirklichen Niederschlag gefunden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es war ja in den Worten des Ministers viel von einem begründeten Verdacht die Rede. Das war so jedes zweite, dritte Wort, der begründete Verdacht. Wissen Sie, ich habe auch einen begründeten Verdacht, aber viel mehr noch als einen begründeten Verdacht. Das ist eine evidente Tatsache, mit der wir es zu tun haben. Dass nämlich ja, die rot-schwarze Staatswillkür und die Geheimniskrämerei in diesem Land und von Seiten der Europäischen Union gleich dazu immer mehr wird, während gleichzeitig der Freiraum und die Privatsphäre der Bürger immer weniger wird. Das ist mehr als ein begründeter Verdacht, das ist eine Tatsache. Und mit dem, was Sie hier vorlegen, leisten Sie einen weiteren Beitrag zu dieser Fehlentwicklung. Es gibt schon bald nichts mehr, wo der Staat nicht seine gierigen Finger und seine Schnüffelnase drinnen hat. Und da muss man sich schon irgendwann einmal auch die Frage stellen, was ist denn eigentlich die Rolle des Staates? Und da gibt es offensichtlich zwei verschiedene Denkmodelle. Wir sind der Meinung, dass der Staat die Privatsphäre des Bürgers zu schützen hat, dass er sie zu hüten hat als einen seiner größten Schätze. Sie sind offenbar der Meinung, dass diese Privatsphäre zu torpedieren, auszuhöhlen und auszuspionieren ist. Und da trennen uns natürlich Welten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieses Modell, das kennen wir, diesen Überwachungsstaat, diesen Staat, der überall seine Finger drinnen hat, der es insbesondere auf das Vermögen seiner Bürger abgesehen hat, das ist das marxistische Denkmodell, das kennen wir von Seiten der SPÖ, das kennen wir von Seiten der Grünen. Aber dass jetzt der Modernisierungsschub innerhalb der ÖVP dazu führt, dass auch die Volkspartei auf diesen Unsinn aufhüpft, das ist doch einigermaßen abenteuerlich. Und wir leben schon in einer seltsamen Republik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, in einer seltsamen rot-schwarzen Republik, wo es zwei Arten von Menschen gibt. Da gibt es diese rot-schwarze Nomenklatura, die Grünen zähle ich da dazu, und dann gibt es die Normalsterblichen. Und da gibt es dann völlig unterschiedliche Zugänge zu dem, was privat ist, und da gibt es ein Beispiel dafür. Wenn wir als Volksvertreter hier herinnen im Auftrag der Bevölkerung zum Beispiel wissen wollen, ob ein Regierungsmitglied, zum Beispiel der österreichische Bundeskanzler, zum Beispiel an einem Treffen wie zum Beispiel diesem Bilderberger Treffen, das gegenwärtig in Tirol dann stattfindet und das uns Millionen an Kosten bringen wird für die Überwachung, ob er dort teilnimmt, und wenn wir wissen wollen, was dort geredet wird, vielleicht geht es um Umverteilung, Herr Kollege Schieder oder Herr Kollege Greiner, vielleicht bläst man dort sozusagen zum Kampf für Gerechtigkeit. Wenn wir wissen wollen, was dort gesprochen wird, dann werden wir als Kontrollorgane dieser Regierungsmitglieder damit abgeschasselt, dass man sagt, das geht euch nichts an, das ist privat. Ja? Also dort steht der Privatraum total im Mittelpunkt. Dort beruft man sich auf jene Privatsphäre, die man den Menschen in diesem Land nicht geben will. Das ist ein interessanter Unterschied. Also, das Bilderberger Treffen des Herrn Bundeskanzlers und wer sonst alles sich dort noch herumgetrieben hat, waren ja auch schon genügend Schwarze dort, alles privat. Das Sparbuch der Oma, entgegen dem Versprechen von SPÖ und ÖVP, das verschwindet aus der Privatsphäre, das wird in Zukunft durchleuchtet und das Bankgeheimnis wird beerdigt. Privat ist im Übrigen auch die 7-jährige Lücke im Lebenslauf unseres Bundeskanzlers. Das ist eine Privatangelegenheit. Ich meine, das ist in der zivilisierten Welt einzigartig, dass man nicht weiß, was ein Regierungschef 7 Jahre seines Lebens gemacht hat. Aber wenn man dann irgendwo erlaubt, sich nachzufragen, bitte, was war denn da? Welche Qualifikationen zum Beispiel hat man sich dort erworben? Was ist denn dort an Befähigung angeeignet worden? Was hat er denn gemacht? Das ist alles privat, bitteschön. Das geht euch überhaupt nichts an. Aber wenn es darum geht, bis in den Privatbereich der Bevölkerung hinein, bis zu den Handyverbindungen, zu den SMS-Verbindungen von Menschen, die nie im Leben irgendetwas mit Terror oder ähnlichen Dingen zu tun zu haben, dann hört sich diese Privatheit auf und dann hat der Staat überall die Finger drinnen und ich halte das für unanständig. Und ein drittes Beispiel, noch einmal der Bundeskanzler, weil er heute auch an der Spitze der Regierung steht. Wenn wir wissen wollen und wann die Bevölkerung wissen will, es ist uns im Prinzip egal, ob er es hat oder nicht, aber wo denn das ominöse Maturazeugnis des Herrn Bundeskanzlers ist, hat er eins?
keins oder hat er keins, ja? Dann bekommen wir und die versammelten Journalisten dieses Landes keine Auskunft. Keine Auskunft, weil das ist alles privat und das geht uns alles nichts an. Aber hier einen Schritt nach dem anderen zu setzen, wo von der Privatsphäre des einzelnen Bürgers nichts mehr überbleibt. Und das ist diese Welt, wo sozusagen zwei verschiedene Arten von Menschen gibt. Diejenigen, die in der Nomenklatur sitzen und die Nomenklatur bilden und diejenigen, die das alles ausbaden müssen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir diese Diskussion noch sehr, sehr eindringlich miteinander führen werden müssen. Was steht dem Staat zu und was geht dem Staat überhaupt nichts an? Und ich lege Ihnen zum Abschluss einen Satz von Rousseau ans Herz, der gesagt hat, am Beginn seines Gesellschaftsvertrags, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Meine Damen und Herren von ÖVP und von SPÖ, bitte, das war kein Lob und das war keine Anerkennung, die Rousseau da ausgesprochen hat, sondern das ist als Anklage zu verstehen für einen Zustand, der unhaltbar ist. Hören Sie also auf, die Menschen mit ihren Spitzelmethoden, mit ihrem Hineingreifen in das Privateste des Privaten an die Kette zu legen. Appelliert Herbert Kickl von der FPÖ und sagt, es bleibe von der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger nichts mehr übrig. Nächster Redner.